Die gute Nachricht ist die, dass Gott uns nicht richtet. Jesus ist gekommen, nicht um zu richten, sondern um zu retten. Aber was tun wir Menschen? Und jetzt rede ich dann besonders einmal von uns Christen. Wir sind auch noch Menschen. Was tun wir als Christen sehr oft? Wir richten, wir verurteilen. Und heute sehen wir in der Apostelgeschichte, wie Eifersucht Menschen richten und einsperren kann. Die hohen Priester, die Sadduzäer, sie waren sehr, sehr pragmatisch denkende Menschen, nicht besonders spirituell. Sie glaubten nicht so sehr an ein ewiges Leben. Sie haben gedacht, das, was wir hier leben, das muss schön geordnet sein. Und lass uns das Leben hier in dieser Welt so richtig leben, auch gut leben. Ein ewiges Leben gibt es nicht. Die Pharisäer, da gab es schon einige, die glaubten an ein ewiges Leben. Und nicht nur, dass sie in ihren Kindern weiterleben, das war auch eine Meinung, sondern dass sie auch für sich selbst ein ewiges Leben haben würden. Also, man ließ die Apostel verhaften aus Eifersucht. Ja, was ist der Punkt der Eifersucht? Die Apostel hatten großen Zulauf. In sehr weniger Zeit sind viele gekommen und sie wollten Worte des Lebens hören. Sie wollten noch mehr von Jesus hören, so als ob die Menge sagen wollte, ja, ihr seid ja 3 Jahre mit Jesus zusammen gewesen. Er hat euch vieles gelehrt. Wir wollen hören, was Gott redet. Wir wollen hören, was Jesus euch gesagt hat. Und sie hörten, und es geschahen auch Zeichen, es geschahen auch Wunder, so wie bei Jesus damals. Und das ist jetzt der Punkt der Eifersucht, weil das Zentrum auf einmal nicht mehr so bei den hohen Priestern, bei den Schriftgelehrten war, und man hat eine Spaltung, eine Abspaltung auch befürchtet. Das ist auch alles verständlich und wir dürfen uns nicht zu sehr darüber entsetzen oder kritisieren. Wir sollten uns immer auch ein bisschen in die Situation von damals hineinversetzen. Aber was tut jetzt diese Eifersucht? Da gibt es auch Gift in der Eifersucht, auch eine geistliche Eifersucht. Man nimmt uns die Menschen weg, da kommen mehr zu ihnen als zu uns. Also, wir lassen sie verhaften, einsperren. Die Jünger werden eingesperrt, sie sind im Gefängnis und dann kommt ein Engel, er öffnet nachts die Gefängnistüre, führt sie heraus und sagt, geht, tretet im Tempel auf und verkündet dem Volk alle Worte dieses Lebens. Und in einer englischen Version habe ich so eine Übersetzung gefunden, die sehr interessant ist. Der Engel hat gesagt, geht wieder an euren Platz. Das finde ich sehr interessant, auch wenn es im Griechischen nicht so steht. Aber der Tempel, das Haus Gottes, die Kirche, die Gemeinschaft mit Gott, das ist unser Platz und da gehören wir hin. Liebe Brüder und Schwestern, wir gehören auch unter die Menschen. Wir sind nicht nur in Kirchen und so weiter. Aber das ist unser Platz, bei Gott zu sein, ihm nahe zu sein. Also geht wieder an euren Platz. Dann geschieht etwas Interessantes. Die Hohenpriester und ihre Wachen, sie schicken die Wachen jetzt, die Jünger zu holen. Mich hat das erinnert an die Jünger, an die Frauen, als sie zum Grab Jesu gingen. Das Grab war leer, Gefängnis war leer. Jetzt hatten sie ein Problem, aber ein echtes Problem. Da steht dann hier, sie kehrten zurück. Wir fanden das Gefängnis sorgfältig verschlossen, so ähnlich wie die gefalteten Tücher im Grab von Jesus. Und die Wachen vor den Toren stehen, wir fanden niemand darin. Der Tempelhauptmann und die Hohenpriester waren ratlos. Sie wussten nicht mehr, was sie tun sollten. Bis dann einer kommt. Ja, vielleicht war der schon ein bisschen mehr auf der Seite von den Jüngern, von dem Wort des Lebens. Und der meldet dann, ja, die sind schon wieder im Tempel und sie verkünden das Evangelium, sie sprechen von Jesus. Und dann holt man sie. Man holt sie wieder vor ihr Gericht, allerdings nicht mit Gewalt. Jetzt sind sie, die einstmals so stark sich fühlten, auf einmal ängstlich, aus Angst, dass die Leute, das Volk, sie steinigen würden.
Den Jüngern geht es nicht darum, ob jetzt jemand bestraft wird. Einem geistlich erneuerten Menschen geht es nicht darum, jemanden zu strafen oder Rache zu nehmen. Ich will einen Punkt jetzt sagen. Die Eifersucht kann versuchen, uns als Christen sowie die Jünger einzusperren, versuchen uns das Wort und auch Möglichkeiten zu verbieten oder zu kritisieren. Oder man vergleicht diesen Priester und mit dem Bibellehrer und hast schon diesen Vortrag gesehen. Man kann immer noch hier oder da etwas anderes finden, wo gute Ansätze sind. Aber liebe Brüder und Schwestern, seien wir doch dankbar für viele gute Ansätze, die es gibt, aber dankbar in dem Sinn, dass sie sagen, Gott sei Dank wird das Reich Gottes jetzt noch mehr verkündet. Darum sollte es reifen, ausgeglichenen Christen in Wirklichkeit gehen. Darum muss es uns gehen. Es geht nicht um Personen, es geht hier um den Namen Jesu Christi. Und glaubt mir, wenn wir so denken, wenn wir in der Kirche mit Eifersucht denken, so wie die Hohenpriester, die Sadduzäer und wer immer noch, dann sind nicht diejenigen, die verkünden, eingekerkert. Die in Wirklichkeit Eingekerkerten sind die, die sich von diesen negativen Gefühlen, Aussagen, was immer noch da möglich ist und Kritiken und so weiter, die sind in Wirklichkeit eingekerkert. Liebe Brüder und Schwestern, ich sage es noch einmal, es steht keinem von uns zu, dass wir uns gegenseitig verurteilen. Jesus ist nicht gekommen, um zu verurteilen, nicht um zu richten, um aufzurichten. Aber wenn wir die Worte des Lebens, wenn wir ihn selbst nicht in dieser Freiheit annehmen, dann richten wir uns selbst, so wie Jesus sagt. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen in Dankbarkeit für alles, was Gott tut und was er Gutes tut durch Menschen, die uns nahe sind, Menschen, die wir kennen, die wir nicht kennen. Wir wollen uns freuen und einer für den anderen beten. Ich möchte noch etwas ganz Kurzes in Klammern einschließen. Ich habe das vorhin beim Schuldbekenntnis, ist mir das so ins Herz gekommen und ich wollte eigentlich das Schuldbekenntnis unterbrechen. Da heißt es, betet für uns Brüder und Schwestern und bitte für uns. Beten wir einer für den anderen, wo wir schwach sind, wo wir armselig sind und dass wir auch diese Gnade empfangen, im Verzeihen Gottes zu wachsen. Betet für mich bei Gott, unserem Herrn. Und ich bitte euch auch um Gebet für mich. Ich bitte um Gebet für die Priester. Ich bitte für alle, die in dieser Zeit, auch für Eltern und Verantwortliche, die in dieser Zeit das Wort Gottes verkünden in Bedingungen, die nicht die ganz normalen sind. Aber noch einmal, das Wort Gottes ist frei. Es hat die Kraft, uns zu erreichen und uns zu verwandeln. Und dazu segne uns der Herr. Er verwandle unser Herz, unser Denken, unser Fühlen, auch unser Sprechen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.